Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Just Cause 3. Heute ist mein großer Just Cause 3 Abend. Ich habe ja gesagt, anfangs, das war jetzt vor 10 Folgen oder so. Also ich spiele jetzt Just Cause seit 5 Stunden. Ja, müsste das sein. Zwei Aufnahmen ja bereits. Die Aufnahme geht schon wieder 1 Stunde und 16 Minuten. Unglaublich, oder? Aber langsam sieht man, wir haben die Karte verändert. Wir haben, glaube ich, 4 schon erobert. 4 ganze Bezirke. So, und hier ist die andere Basis, wo wir mal noch klar Bruch machen wollten. So, komm her, du da. Haha. Oh, Alter, was ist hier wieder los? Oh, shit, das war völlig falsch, was ich hier wieder gemacht habe. Verstärkung ist unterwegs. Durchhalten. So, Hag weg und dann so. Zaun, sorry. Ah. So. Immerhin ein Tank habe ich zerstört, bevor ich noch stirbe hier. Ja, sterbe, sorry. So, Granaten haben jetzt Länge anscheinend, ja. Genau, die zählen richtig. Die zählen da richtig runter. Der kick ich weg. So. Den kick ich weg, sorry. Dann hier drüber. Ah, schon wieder alle, stimmt. Aha, hier wieder in der Wand drin gewesen. Oh, da Tanks weg. Benzin weniger, ein Problem weniger. Ich kenne die Sprüche auswendig langsam. Vor allem, wenn man das Ganze abspielt, dann kommt der halt immer wieder mal. Komm, schieß. So, der ist auch weg. Das ist noch der Turm. Was heißt denn das? Sie? So, weg mit dir. Der soll weg da. Ja, schön, der ist weg. Oh, Mist. Wow, Alter, die Abwehr, die ist jetzt gut. Die war gut. So, wo ist denn das, was ich noch muss? Da ist, glaube ich, das. Das war alles. Das war tatsächlich alles. Spaltentour. 3 von 3 Ansiedlungen. 6 von 13 Provinzen. Es war sogar eine mehr. So, hier sind Waffen. Melden Sie sich. Bitte kommen. Den nehme ich mit. Ich muss die fast mitnehmen. So. Wo ist denn hier die Spaltentour? Ach, hier oben. Da gibt's ja so viel noch hier. Okay. Helikopter irgendwo. Sicher da unten irgendwo, oder? Nicht? Okay. Dann hole ich mir halt selbst ein. Es muss nicht ein guter sein, ich kann auch den mal nehmen. Ah ne, der kann nur auf dem Wasser, das ist blöd. Den, komm, ich nehme mal den. Und dann eine richtige Waffe, die hatten wir mal, die könnten wir wieder mal nehmen. So. So, ich will das nur noch was austesten, wenn ich mich jetzt da dran hefte. Ja, funktioniert super. So, die Waffe und rein geht's da. So, und jetzt muss ich mir natürlich die Sachen markieren, ist ja klar. Karte. Und zwar fliegen wir mal hier hin. Wie schnell fliegt denn der?
Der hat vor allem viel Boost, wie man sieht. Also, dass die Flügel hier nicht durchbrennen, wenn ich jetzt so hier die Rotoren, besser gesagt. Was ist jetzt mit dem Bild? Ah, immer ein Problem hier. Das ist die Berglandschaft, deshalb sind hier nur drei. Ah, der geht nicht richtig hoch. Also die anderen sind da viel besser im Hochgehen, muss ich sagen. So, vielleicht kann ich ihn künstlich ein bisschen hochdrücken da. Aber wir fliegen fast kopfüber. Außer da mit dem Boost dann nicht natürlich. So. Ah. So, und jetzt ist das dann in. Das Ganze ist dann in der Höhle drin wahrscheinlich. Jetzt sehe ich erst. Eigentlich die Bedienung hier ist auch mit der Maus. Denn ich kann jetzt mit der Maus rumführen. Da frage ich mich echt, warum ist das beim Chat nicht so gemacht? Warum kann man den Chat nicht mit der Maus steuern? Das wird ja das gleiche ausmachen eigentlich. Also die Chat-Steuerung finde ich immer noch für den Arsch, wenn ich ehrlich bin. So, hier hoch. Wir sind ja bald da. Der wird sicher irgendwann zerschellen, den. Das weiß ich jetzt schon. So. Das ist jetzt also der Top of Gipfel. Oh ja. Da ist ein Diravello-Band. Also viel Spaß. Tag 1617. Präsident Dante hat mich gebeten, ihn auf seine Wahlkampfreise zu begleiten und in seinem Namen einige Reden zu halten. Sein Verfolgungswahn zwingt mich, meine Strategie zu ändern. Er hat Angst, im Süden Reden zu halten, weil er fürchtet, irgendein Bauer könnte ihn erschießen. Seine Schwäche widert mich an. Aha. Okay, gehen wir zuerst hier hin. Ja, gleich hier unten ist. So. Ja, es war ein langer Aufstieg, deshalb ist es jetzt auch gerade wieder ein Abstieg hier. So, hier runter. Seine Schwäche widert mich an, Präsident Dante. So, was finden wir denn hier? Was ist es denn hier Interessantes? Oh shit, das ist weiter weg. Es muss also hier oben sein, irgendwo. Ah, hier. Ja, ich sehe es. Hier muss es sein, oder? Genau, klassisches Teil. Chat, oder? Chat-Teil, genau. Drei, das ist ja echt eine schlechte Bilanz, ehrlich gesagt. So, dann hierhin. Nach der Eroberung da machen wir jetzt mal wieder ein bisschen Aufforstung, dann müssen wir später nicht so viel machen. Ich denke auch an später eben. So. Jetzt geht's vor allem runter. Ne, so verlieren wir weniger Höhe. So. Ist echt eine schöne Landschaft hier, die Schneelandschaft. Gefällt mir sehr gut. Ist mal was anderes als die Küste von Medici. Komm schon. Muss jetzt schnell. Ah, jetzt geht's. Fixiere den trotzdem, im Fall, wenn der abrutscht.
besser fixiert, man kann, wenn man es ja kann. So, hier, klassisches Teil. Es ist nur so, man denkt sich, Medici, so die Küste, warme Temperatur, Mittelmeer. Was ist denn da unten? Aha, da ist das da Gebiet, gut. Da wäre Wingsuit, Wingsuit, wieder Wingsuit, Alter. Da immerhin noch eine Crashbombe und da ein Sprint. Okay. Dann gehen wir doch mal hier hin. Auch jetzt ein Helikopter hinter mir gelassen. Ja, ist ja auch egal. Kann ich sowieso vergessen nachher. So. Dass man den hier nicht einfach so haben kann. So. Da ist ein Wingsuit-Kurs. So. Ja, diese hat. Es hat sehr viele solche Kurse. Wie viel fehlt uns? 10. Ich glaube, 10 fehlen uns. Auf den nächsten Level. Es wird langsam schwer bei denen. Vor allem, weil ich nicht so viele mache jeweils. So, der erste ist geschenkt, wie immer. Also, jetzt da gehe ich absichtlich mal oben lang. So, einfach weil es da wieder. Oh, perfekt. Schade, dass nicht steht, wie viele Ringe noch kommen. So, und dann hier kommt schon der Groß. Nein! Wollte natürlich den Kleinen haben da. Hier nehme ich den Großen, weil es da wieder relativ weit geht. Groß. Ich habe erst einen. Ist ja schon wieder mal peinlich. Ja, aber falsch gedrückt. Und schon ist passiert. So, das. Ganz ehrlich, da starte ich einfach noch mal. 7 brauche ich. So. Das kriegen wir besser. Oh, sorry. Das war ein Ruckler bei mir. Kriegen wir besser hin, bin ich gerade abgeschlippt aus Aufregung über mich. So. Also, Punkte zählen. Jetzt hier. Ah, oh, hat nicht gereicht. Der auch nicht, natürlich. So. Ah, der ist auch nicht so schwer. Schwer sind da eher die anderen, wo ich mich lieber ein bisschen zurückhalte, da. Ja, genau, da rum. Oh, zweimal perfekt. Weil man dann plötzlich Höhe verliert und dann ist man so wie vorhin jetzt gerade. Nein! Ah. Ach, weißt du was? Komm. Haben wir erledigt. So. Sind wir natürlich hier. Im scheiß Ort. Wie man ja sieht, ich kann ja fliegen, nur da kann ich eben nicht fliegen. Wenn man da den Haken benutzen könnte, wäre das viel besser. Und die Touren sind gerade nebeneinander da. Ist ja auch wieder ein Witz hier. Ja, das ist einfach nicht so meins, so diese Touren. Aber ich kriege auch sonst nicht so viel hin von dem Zeugs. Weil immer etwas schief geht. Meistens. So, hier hin. Und E. So, mal schauen. Diesmal ist wahrscheinlich genau der gleiche Kurs, einfach 2 Ringe mehr. So, perfekt. Hier wage ich's. Ach komm, wir wagen es. Ja, wir wagen es und machen es falsch. Ah, Mann. 0 Ringe, 0 Zahnräder und. Also 0 Zahnräder, sorry.
Nochmals. Das ist eine richtige Crash-Folge heute. So. Nach dem super Start, gut, so schwer ist es auch nicht gerade. Ja, fast. Der ist natürlich sehr schwer, weil der so schnell ist, so. Und jetzt hast du noch da, die Sicht ist ein bisschen eingeschränkt, das ist natürlich auch noch positiv. So. Oh, jetzt bleibe ich oben. Wie wirst du da unten durchkommen? Frage ich mich da. Ohne Haken und so. Ah, das... Ach so! Ich bin einfach auch der größte Profi, den die Welt hier je gesehen hat. Ach so, da darfst du den Haken verwenden. Ich dachte immer, das geht nicht. Na super. So ein Trottel bin ich aber auch. Gut, hier kannst du natürlich den Haken nicht verwenden, aber hier kommst du auch nicht so tief natürlich. So. Also die zwei sollte ich schaffen. Ach so, wenn du den Haken verwenden kannst, ist das ganz was anderes. Meine ich jetzt. So, die zwei habe ich. Ein drittes, ich glaube nicht. Ich habe zu viel ausgelassen, glaube ich, hier. So. Ah, das war knapp. Der auch. Ah, reicht nicht. Reicht wieder. Es hätte noch drei gegeben. Hätte ich mich angestrengt. Das reicht nicht. Wow. Ich glaube, da habe ich mich gerade gerettet. Das reicht auch nicht. Der reicht aber. So. Doch, das gibt noch drei. Schön. Reicht es für vier? Ich glaube nicht. Denn da fängt es ja langsam an, schwer zu zählen. Ah, ne. Aber das ist ein ganz gutes Ergebnis, muss ich sagen. Weil ich glaube, vier hätte ich dann nicht mehr erreicht. Es braucht noch vier. Das ist dann für den nächsten Kurs. So, jetzt bin ich natürlich ganz woanders. Okay, hier hinten ist nicht mal schlecht. Gehen wir doch mal hier hin. Schauen, ob das was ist. Ach so, ich dachte, man kann den Haken nicht verwenden. Habe ich das mal gemacht, da ging es irgendwie nicht. Gut. So, ich will nichts mehr sagen. In Zukunft wissen wir's. Oder ich. Man lernt ja immer ein bisschen dazu. So. So, hier scheint... Nur ein Sammelobjekt irgendwo da oben. Nur wegen dem Band bin ich hierher gekommen, also da gute Unterhaltung. Tag 1624. Ich habe eine Lieferung Waffen durch mein Sicherheitsnetz schlüpfen lassen. Jetzt hat die kleine Rebellion die Mittel für einen Angriff. Ich hoffe nur, sie töten Präsident Dante erst, wenn ich eine Verbindung zwischen Rosa Manuela und den Rebellen hergestellt habe. Aha, okay, da Dante musste also nach 1000 Tagen, nein, fast 2000 Tagen irgendwann mal dran glauben. Das war ja eigentlich von Anfang an klar, dass der irgendwann weg muss. Hat's aber noch lange ausgehalten. Also, wie er sich das aufgebaut hat, ist irgendwie auf meiner Seite faszinierend, muss ich sagen. Also ja, die Geschichte ist natürlich ausgedacht. Aber wenn sie eine echte wäre. Weil es ist so bedacht, auf alle Fälle, dass niemand ihn verdächtigt. Weil alle zu ihm stehen und er einfach alle hintergeht, oder?
Wow, das war wieder gefährlich hier. Gut. Das war nicht gefährlich, das war einfach dumm. So. Und das Volk hat so etwas von gar nichts mitgekriegt, dass er da irgendwas plant. Ja. Ja, voll im Ba... Alter, was ist denn jetzt wieder los? Kaum habe ich das mal vernünftig hingekriegt, geht hier gar nichts mehr. So. Ja, das sehen wir ja. Gut, das war ein schlechter Schritt. Hey, was ist denn los, Jungs? Ich schlage dich tot hier. Ah, kann man nicht angreifen, ja. Dann schieß doch mal, du Depp. So. Er fängt an zu brennen, das ist super. So. Oh, der Turm ist auch schon durch irgendetwas, was ich nicht mal ausgelöst habe, weggekommen. So, der kommt weg. Boah. Alter. So, hier und dann hier. Rausreißen. So. Hier Zentrale. Zusätzliche Einheiten sind schon unterwegs. Da war der Turm. Gut, der ist weg. Es fehlt noch ein Radar. Ist wahrscheinlich da oben vielleicht oder so. Ne, hier ist es nicht. Wo ist es denn? Oder irgendwo an der Seite. Könnte das sein? Ne. Was ist jetzt hier wieder? Hat der Fallschirm gepackt? Ah ne, jetzt haben wir wieder diese Waffe. Na toll. Freue ich mich ja richtig. Die ist nämlich scheiße. Hört man sicher mal geklicken. So. Ah, da hinten ist es. Gut. So, dann hier in den Hallen drin. Da ist er natürlich. Ah, das war's. Guardia Littore Torto 2. Eins von fünf. Wow, gerade ist mir sau laut auf dem Ohr. Mit diesem scheiß Helikopter hier. Oh. Gut. Ja, wo machen wir weiter? War hier nichts? Ah ja, hier waren wir ja. Blöd. Gehen wir mal hier hin. So. Es hat ja auch einen Helikopter. Wo war der? Da vorne. Sogar noch ein guter. Wie ist die Lage? Haben wir ihn verloren? Bitte kommen. Müssen wir eigentlich nach Umbra zurück? Wie ist es eigentlich? Denn irgendwie habe ich das Gefühl, die Quest kommt nicht mehr richtig. Anscheinend nicht, weil habe ich irgendwo ein Quest-Logo? Ne. Also entweder kommt da momentan nichts oder das Spiel hat wieder seine Bugs. So. Draußen ist noch eine Bohrplattform. Gehört die dazu? Ja, die gehört dazu. Gut. Können wir da auch noch hin? Weil wir ja gerade so einen guten Helikopter haben. Und da ist auch noch ein Guardia. Sehen wir da rechts. So, das ist nur ein ausgestorbenes Dorf. Gut. Dann machen wir doch schnell dieses Guardia fertig und dann machen wir eine Folgepause. Das geht ja schnell da.
Nochmal reinholzen da. Aber noch nichts getroffen, doch jetzt, glaube ich. So. Das ist immer wieder schön. Den da treffen, super. Transformator ist auch weg. Was fehlt noch? Satellitenschuss ist auch weg. Ah, Flugabwehr. So, die ist auch weg. Ah, hier das Dopplerradar, oder? So. Ja, das war das dritte Guardia. Gut. Was so ein Feuerchen ausmacht. Ja, was so ein Feuerchen ausmacht. Hier lande ich mal an meiner Basis, lande ich mal. Es ist natürlich meine. So. Steige noch aus. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge fliegen wir weiter. Noch schnell ein Feuerwerk. Keine Angst, geht nur einer in die Luft. Und bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.